12 Millionen Touristen überschwemmten 2016 die Urlaubsinsel Mallorca. Dieses Jahr kommen noch mehr. Während Nordafrika und die Türkei eine echte Touri-Flaute erleben, kommt Mallorca an seine Grenzen. Zu 90% sind die Hotels in dieser Saison ausgelastet. Da kann bei der Buchung einiges schiefgehen. Das ist doch die Krönung jedes Urlaubs, oder? Wenn man das Gefühl hat, ja, ich habe mein richtiges Hotel gefunden. So wie hier. Oh, 3 oder 4 Sterne müssen es eigentlich mindestens sein, oder? Dumm nur, wenn in Ihrem gebuchten 4-Sterne-Hotel bei Ankunft gar kein Zimmer mehr für Sie frei ist. Genauso ging es einer unserer Zuschauerinnen. Ihr Hilferuf erreicht mich via Facebook. Sie weiß offenbar nicht mehr weiter. Wir wollen uns ihres Falls annehmen. Hallo, wir sind derzeit auf Mallorca, wir auch. Und in einem Abzockerhotel gelandet. Wir nicht, unseres ist toll. Wir wissen leider nicht mehr weiter und hoffen auf ein paar Tipps von Ihnen. Also ganz kurz, was passiert ist ganz offensichtlich. Jana mit ihrem Ehemann, der Mutter und dem Bruder hier für eine Woche 2 Zimmer, Doppelzimmer, 4 Sterne Kategorie. Und jetzt wähnen sie sich in einem alten, abgewrackten Kasten. Lass uns Jana treffen, ich schreibe dir zurück. Wir machen uns auf den Weg in den kleinen Küstenort Santa Ponsa. Direkt auf der Promenade treffe ich die verzweifelten Urlauber Jana und ihren Mann Dennis. Mutter und Schwester scheuen die Kamera. Betroffen sind trotzdem alle vier, denn das sollte der lang ersehnte und teure Jahresurlaub werden. Und erzähl mal, wie das losgegangen ist. Sie haben irgendwann gebucht vor ein paar Wochen oder Monaten. Genau. Und was haben Sie gebucht? Ein 4-Sterne-Hotel. Toll. Ja, wirklich schön. Was war da alles dabei? Warum dieses Hotel? Und sehr klein gehalten, sehr familiär, aber dennoch renoviert, ordentlich und sehr hell. Vor allem hell, freundlich und großzügig. So schön sollten die gebuchten Zimmer im 4-Sterne-Hotel aussehen. Wollen Sie mir verraten, was es gekostet hat? Für 2 Doppelzimmer, eine Woche, Halbpension, 3.000 Euro. Also über 3.000 Euro. Ja, knapp. Nun sind wir hier in der Hauptsaison. Da kostet die Woche schon mal 1,5. Und was haben Sie bekommen? Was ist passiert? Dann hieß es, wir können in das Schwesternhotel ziehen. Das hat die gleiche Kategorie und ist gleich um die Ecke, 25 Meter zu Fuß. Im Moment, das Hotel, wo Sie 2 Doppelzimmer für eine Woche reserviert hatten, das war voll. Ja. Überbucht, heißt das. Aha. Und dann wurde Ihnen eine Alternative angeboten. Genau. Ist ja nett. Ja. Und wo und wie war die? Waren laut Aussage der Rezeption auch 4 Sterne, das Schwesternhotel gleich um die Ecke. Das war eine absolute Katastrophe. Das Zimmer ist definitiv sehr alt, es ist sehr eng, es war verdreckt. Sieht es denn so aus wie auf den Fotos, wegen denen Sie gebucht haben? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen am Vormittag, dann gucke ich mir Ihr Hotel an. Beide Zimmer, die Sie jetzt haben. Wir vergleichen das und dann sprechen wir das Hotel ganz direkt an. Weil die schönste Zeit im Jahr ist nun mal, in diesem Fall diese eine Woche Urlaub. Mit der Familie. Und die möchte man auch in genau dem Ambiente verbringen, für das man bezahlt. Nämlich eines, was 4 Sterne verdient hat. Am nächsten Morgen komme ich wie vereinbart zum sogenannten Schwesterhotel, in dem die ganze Familie jetzt wohnt. Es liegt wirklich nur einen Steinwurf entfernt vom eigentlich gebuchten Hotel. Ist denn hier das Zimmer wirklich so schlimm, wie die beiden beschreiben? Ich sehe es mir genauer an. Wie du siehst, ist der Boden auch nicht besonders sauber. Der hat seine letzten Jahre schon hinter sich. Ja. Vorzugehen, weil es ist relativ klein. Und peng, schon Schluss. Machen wir hier zu, dass die Kamera auch alles sieht und wir nicht beobachtet werden. Und machen uns mal ein bisschen Licht an. Das ist euer ganzes Zimmer? Es ist klein und hat eine Renovierung dringend notwendig. Und es sieht definitiv anders aus als auf der Homepage. Bröckelt schon alles ein bisschen. Hier braucht es dringend einen neuen Anstrich. Gebucht für 3.000 Euro. 2 Zimmer. Eine Woche habt ihr das hier. Solche Zimmer. Bekommen habt ihr dieses Zimmer. Erstmal ist es kleiner und nein, egal was Sie jetzt sagen, das ist nicht das, was da auf dem Foto ist. Und das entspricht, gerade auf den ersten Blick zu sehen, nicht dem Standard, den ihr eigentlich haben wolltet. Ja, also, ach Leute. Ach ja, das kenne ich, ja.
aber eher so aus 2-Sterne-Kästen. Ne? Meine, klare Indizien. Siehst du, hier unten ist ein bisschen schimmelig schon. Ja. Das ist nicht ganz sauber, das muss renoviert werden. Aber hier siehst du auch den Schimmel. Ne? Hier und hier. Unabhängig von den Sternen, also im 4-Sterne-Kasten, darf sowas eigentlich nicht geben, finde ich. Ich möchte einen Blick auf die Buchungsbestätigung werfen. Ich für meinen Teil kann verstehen, dass der Frust bei der Familie tief sitzt. Bei 3000 Euro Kosten. Der Gau kommt ja noch, wir haben uns beschwert. Haben auch mit der Reiseleitung uns unterhalten. Nach langem Hin und Her war sie bereit, uns ein anderes Hotel zur Verfügung zu stellen. Auch in derselben Kategorie, zumindest die, ach so, toll, die wir gebucht haben. Ach super, was machen wir denn noch hier? Da müssen wir 450 Euro pro Zimmer draufzahlen. 900 Euro für beide Zimmer für die ganze Woche draufzahlen, ja. Nur weil das Hotel sich verbucht hat. Was sagt man dazu? Tja, erstmal nein, danke. Und was denkt man darüber? Das ist eine ganz schöne Sauerei. Gebucht hatten Jana und Dennis diese traumhaft schönen Zimmer. Hell, elegant, ein Raum, in dem man sich im Urlaub gern aufhält. Aber bekommen haben sie ein Minizimmer, das seine besten Zeiten schon lange hinter sich hat. Also ich weiß nicht, ob ich euch ein 4-Sterne-Zimmer besorgen kann, weil Mallorca ist wirklich ausgebucht. Ich glaube, wir werden mit dem Hotel und dem Veranstalter vor allem reden, der ja in Deutschland sitzt, und ihn einfach mal fragen, wie kann sowas sein? Weil absichtlich, glaube ich, hat es der Veranstalter nicht gemacht. Der Fehler ist wahrscheinlich hier zu suchen im Hotel. Also ich kann den Ärger der beiden absolut nachvollziehen. Es geht nicht darum zu sagen, dieses Hotel hier ist ein schlechtes. Es geht darum, dass man 3000 Euro zahlt für ein 4-Sterne-Hotel und man bekommt eines, was so irgendwie zwischen 3 und 4 ist, aber vor allem ganz anders aussieht als im Katalog. Vielleicht weiß hier jemand im Hotel ein bisschen mehr darüber, wie die sich unterscheiden, das eine und das andere. Weil es sind ja wohl Schwesterhotels, die liegen sich gegenüber. Also was ist das Geheimnis dieser 4 Sterne? Bestimmt nicht der Fahrstuhl hier, du. Das wird was. Die besten Informationen, das habe ich auf meinen vielen Reisen gelernt, bekommt man meist vom Barkeeper. Also ran an den Tresen. Also es sind 2 Hotels, oder? Ja, es gibt hier 2 Hotels. Und das andere ist renoviert, richtig? Das andere dort ist teurer, obwohl es dieselbe Sterneanzahl hat. Es ist auch besser dort und insgesamt gehobener. Und es wurde auch renoviert. Ah, also nur hier unten und nicht die Zimmer. Das ist die Bestätigung. Das Nachbarhotel, in dem Jana samt Familie gerne wohnen würde, ist renoviert. Dieses nicht. Ich nehme Kontakt zum Reiseveranstalter in Deutschland auf, schildere den Fall, bitte um eine Stellungnahme. Und die erhalte ich auch. Ich würde gerne noch mal einen Blick in eure Buchungsbestätigung werfen, weil der Reiseveranstalter uns in der Tat geantwortet hat. Ja. Nee, genau. In der Stellungnahme weist uns der Veranstalter darauf hin, die Gäste haben bei uns eine Mallorca-Reise im Hotelkomplex gebucht. Eine sehr gut versteckte Information. Was hier auch wirklich unter ganz, ganz kleinen in der letzten Zeile steht, die Unterbringung erfolgt in einem der zur Kette gehörenden Hotels. Also Mar oder Siesta Mar. Das sind aber völlig unterschiedlich ausgepreiste Läden. Über die hoteleigene Webseite recherchieren wir die Preise. Und da gibt es enorme Unterschiede. Für eine Woche in der Hochsaison fand mein Team einen Preisunterschied von mindestens 145 Euro pro Woche heraus. Für ein Interview hierzu war die Managerin kurzfristig aber leider nicht zu erreichen. Sie schickt immerhin den Chefrezeptionisten vor. Er soll sich dieses Falles annehmen. Kann er mir jetzt helfen? Ich kümmere mich darum, dass Sie ein schöneres Zimmer bekommen. Ich werde jetzt mit einem Rezeptionisten reden. Sie können sofort wechseln, wenn er ein Zimmer. Immerhin, Jana und Dennis dürfen umziehen. Zwar bleiben sie im unrenovierten Hotel, doch sie dürfen in ein höheres Stockwerk. Besonders in Schuss ist das Zimmer hier leider auch nicht. Also angeboten wurde jetzt uns als Trostpflaster ein Zimmer mit Mehrblick. Lass es den überprüfen. Ja, da ist ihr Meer. Ah. Ja? Ja. Wenigstens etwas, wenn du mal schauen möchtest. Die Bucht von Santa Ponsa, das hätten sie gerne so oder ähnlich in den letzten Tagen auch schon gehabt, ne?
Vielen Dank. Oder ich sag mal, Ihnen noch einen schönen Urlaub. Dankeschön. Machen Sie wenigstens das Beste aus Ihrem Mehrblick hier. Wir telefonieren noch. Ich schaue, dass ich bei dem Veranstalter für Sie noch eine Entschädigung raushole, weil die haben Sie verdient. Schönen Urlaub aber, ja? Dankeschön. Super. Während Jana und Dennis das Beste aus ihrem Resturlaub in Santa Ponsa machen, wendet sich mein Team erneut an den Reiseveranstalter. Denn wir sehen nicht ein, dass sie die Mehrkosten übernehmen soll. Und siehe da, El Tour reagiert und hat sich was einfallen lassen. Das gibt es auch nicht alle Tage. Ein Reiseveranstalter, der kulant ist, und zwar gleich im doppelten Sinne. Zum einen haben die beiden ja ihr, Upgrade kann man es nicht nennen, Balkon vielleicht bekommen für den Rest des Urlaubs. Und zum zweiten habe ich hier noch was. Hallihallo, guten Tag. Hallo. Ich habe eine gute Nachricht. In eurem Fall, und das ist ja wirklich ein ganz spezieller, wenn auch nicht seltener, hat der Reiseveranstalter ein wirklich großes Herz gehabt und kulanterweise diesen hier, wie ihr seht, Reisegutschein in Höhe von 500 Euro euch ausgestellt, die Entschädigung für die ergangenen Sterne. Ja? Seht ihr das hier? Ja, mega. Sehr gut. Einen schönen nächsten Urlaub. Bis dann, ja? Danke sehr. Ciao. Ciao. Schön, wenn ich die beiden habe glücklich machen können. Ganz klarer Tipp an alle, die buchen auch im nächsten Jahr wieder jeden einzelnen Punkt der Beschreibung. Bitte durchgehen, sollte es Fragen geben, vorher anrufen beim Hotel und dann erst klick buchen.